Heute spielen wir Dragon Ball. Ich habe mich die ganze Woche schon darauf gefreut, ehrlich gesagt. Weil natürlich Dragon Ball für mich ein bisschen geil ist. Damals immer geguckt und jetzt auch wieder gesehen. So, schaff die Weeps rein jetzt. Schaff die Weeps rein. Bring die Weeps rein. Da sind sie, die Weeps. Ha! Haha! Schaff die Weeps rein! PogChamp, Alter. PogFuckingChamp. Champ die Champox. Neues Spiel. In dieser Welt gab es 7 mystische Kugeln, die als Dragon Balls bekannt waren. Alle 7... Oh, scheiße, meine SSD ist zu schnell! Holy shit, das ist ja wirklich wie die Serie. No fucking way. Otouzan! Saiyajin von der Erde. Wir haben Turing? Okay, muss ich gleich nochmal schauen. Ich guck mir das gleich an. Wir gucken mal, ob wir immer noch Tearing haben. Was haben wir denn? Bis jetzt sieht's ganz gut aus. Kann sein, dass es an den Cutscenen liegt. Okay. Was haben wir? G-Explosion, Nahkampf, Ausweichen, Ziel, RS. Explosion, Abwehr, LT halten, LTX. Wir werden einfach mal gucken. Okay. Wie sieht's mit Turing aus? Immer noch? Alter, das Geräusch alleine. Das ist Abwehr. Ist immer noch da? Ich kann leider nicht ins Menü. Ich würde das gerne ändern, aber ich kann nicht. Ich kann's nicht. Ich kann halt nicht. Ich kann nichts machen. Ich spiele am PC mit Controller. Ich guck mal, dass ich irgendwie ins Menü komme. Ich kann aber. Ich mach danach auf entspannt.
俺もちょっと体がなまっちまったしな。Achso, du kannst hier sozusagen... ワクワクするだけだ。減らず打ちを。全力で来い。Ich muss erst mal reinkommen in die Steuerung, Alter. Das ist gar nicht so einfach. Wenn du Schaden erleidest, versuche, so fühlt sich deine Spannungsanzeige. Sowohl deine Spannung als auch deine Chi-Anzeige. Halte Y gedrückt, um den Wert im Boost zu aktivieren. Achso, das ist der hier. Ach, kann ich jetzt... Oh, lol! Bruder, das ist es! Ah, du kannst diese Dings dann machen. Ah, alright. Aha. Aufladen und rein. Der ist ja un... Ha! Ich hab ihn! Oh, geil, Alter. Oh, scheiße, was jetzt? Aufstieg. Oh, Level up. Ja, das Ausweichen sieht echt insane aus. Ich hoffe, ich kann gleich mal den... What the fuck? Oh no! What's happening? Ist das jetzt das Szenario 1? Ja! Halte den Einfall der Saiyajins auf! Fucking Vegeta und sein komischer, dicker Kumpel mit Glatze! Jumbo Schreiner, komm vorbei! Ich habe keinen Tearing gesehen. Wir müssen mal gucken. Dann lasse ich es jetzt einfach erstmal so. Ruhe, Chat, Ruhe. Jetzt, Geschichte wird erzählt. Ach, Raditz kommt als erstes. Der wird ja von... Oh Gott, Alter, halbes Flashbacks. Kono hoshi mo ato skoshi de seme otose sou da na. Raditz, kisama ga shikujira nakereba motto hayaku owatta hazu da. Suman. Dakara kisama wa yowamushi Raditz to iwareru nda.次の星ではもっとうまくやる。またしくじったときは覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。ああや。Haben die alle ihre Hotbands an, ne? Das ist für die Bewegungsfreiheit im Kampf. しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット？嵐の予感、強襲サイヤ人。
Danach kommt Freezer, dann kommt Cell. Ja, ich muss das mit den Thüringen in den Griff kriegen. Dann du? Noch mehr Spoiler? Das ist doch kein Spoiler, Alter. ずっと頭の中で強いやつと戦ってたよ強いやつピッカロンずっと目はピッカロ大魔王中生まれ変わったピッカロ Was muss ich jetzt hier machen? Ich weiß gar nicht, wie das Spiel abläuft. Ist das hier Open World dann noch oder was? Oder wie läuft das denn? Wie kann ich untersuchen reden? Okay. Ach, du kannst hier unten. Was ist das denn? Das ist so eine Chi. Ach, das ist dieses. Oh mein Gott, ich kann eine größere Kraft in der Umgebung spüren. Wir reden hier von einer Kampfkraft von über 2. Hey, was ist los? Ah, ja. Flussgarnele habe ich. Moin. Das ist schon cool, wenn das so noch gelöst ist, dass du da rumlaufen kannst. Sammle Äpfel. Ja, machen wir doch. Kannst du fucking aufleveln? Also kannst du eigentlich, kannst du deinen Charakter selber leveln? Das wäre insane. Oh mein Gott, das ist ja mega geil, Alter. Sag mal, was war denn das gerade für ein riesiger Schatten, Alter? Oh Gott, ich dachte gerade. Warte mal kurz. Ich muss kurz was holen. Ja, ich bin ja da. Mago. Moin. Lenn mal nicht rum hier. Was ist denn los mit dir? Du willst mal irgendwie. Kannst du die nicht hochnehmen? Oh Gott sei Dank, Alter. Oh. Okay. Was ist denn das eigentlich? Ist das Kampfkraft? Was sammle ich denn hier auf?
僕、偉い学者さんになりたい。え？おめ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ。ゼルナ、僕戦うのやっぱり怖いよ。そういやおめ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。じゃあオラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。 Steht links am Rand. Okay, okay. よし、ここな。でもどうやって釣りするの？Ja, mit einer Genki Dama fischen wir das jetzt hier leer. Zwa, Zuri-Zao, Zuka-Uke-Zi. Oh. Schippo-de, Mizu-Naka-de-Oyogu-Sakana-Nu. Burma-Chu-Yatsu. Ja, Sasuku. Kono-Hen-Ni, Zure-So-Na-Basho-Ga-Atta-Hazu-Da-Zo. Blauer Fisch. Los. What the fuck? The fucking hell, Alter. Magerer Riesenfisch? Mager! Mager? Motherfucker! Halber Wal! Ah, Corinna, da kitt da. Kuimon no Zaidio atsumetara. あそこの焚き火で魚焼くか。さて魚焼くかな。お魚焼いて食べようよ。Okay. Also es ist tatsächlich so ein bisschen... Chi-Abwehr plus... Okay. Ich glaube, ich habe ein Bonus-Item für Angriff. Sorry, ich kann den Monster wegmachen. Takusan-ku. Oh, was jetzt? Seelenabzeichen. Du hast folgende Seelenabzeichen bekommen. Community-Stufe. Mhm. Seelenabzeichen sind Gegenstände, die die Beziehung deines Charakters mit anderen Charakteren repräsentieren. Du erhältst sie im Lauf der Story. Alle gesammelten Seelenabzeichen findest du im Community-Menü. Seelenabzeichen bewirken von sich aus nichts, aber indem du sie in dem Community-Board integrierst, kannst du Effekte aktivieren, die dir Abenteuer helfen. Community Board. Ich bin verwirrt. Community Boards. Platziere deine Seelenabzeichen. Abzeichen können jederzeit platziert oder entfernt werden. Vergiss also nicht, ein neues Abzeichen auf ein Community Board zu platzieren, wenn du eins erhältst. Die Gesamtzahl der also festgelegten Seelenabzeichen. Ach, da kriegst du einen Boni und so. Sobald die Community-Rang ein bestimmtes Level erreicht, erhöht sich ihr Rang und du erhältst Zugang zu weiteren Community-Fähigkeiten, für dein Abenteuer hilfreich sind. Da du die Gesamtstufe einer Community von den Community-Stufen deines zugehörigen Seelenabzeichen abhängt, kann der Rang durch Hinzufügen oder Entfernen von Abzeichen auch gesenkt werden. Aha. Seelenabzeichen haben für Community-Stufen, die sich auf der Community auswirken, der sie zugeordnet sind. Abzeichen eignen sich gut für bestimmte Communities, aber weniger für andere. Wenn du Abzeichen bestimmte Communities zuordnest, wird die maximale Community-Stufe erhöht. Das ist sehr, sehr verwirrend. Was meinen die denn mit Community? Die Fähigkeit aus einer Community-Stufe erhöhen sich, wenn du Geschenke aus dem Community-Menü auf deine Seelenabzeichen verteilst. Verschiedene Gegenstände beeinflussen die Fähigkeiten verschiedener Communities und erhöhen außerdem die Freundschaftswert.
In dieser Community kannst du Community-Skills aktivieren, die du beim Kämpfen helfen. Beteilige dich an Z-Krieger-Community, wenn du dich mehr auf Kämpfe konzentrieren willst. Wenn du ein leeres Feldabzeichen gewählt hast, drücke A, um den Seelenabzeichen-Anzeigen aufzurufen. Ah, hier ist beispielsweise Son Goku in der Mitte. Und hier ist eins daneben. Jetzt habe ich das da. Nachdem du das Son Gohan ausgewählt hast, im Set verfügbar A. Platziere Son Gohan neben Son Goku. Da. Ja, habe ich doch. Hm? Habe ich? Ist doch daneben, oder? Habe ich irgendwann... Ah, da. Der folgende Bonus aktiviert. Ultimatives Vater-Sohn-Team. Platziere bestimmte Seelenabzeichen nebeneinander und bekomme eine sogenannte Link-Bonus. Oh, halbe Yu-Gi-Oh, ey. Die Aktivierung eines Link-Bonus erhöht die Stufe der Community und lässt sie im Rang ansteigen. Drücke Imps im Community-Board, um deine Liste der verfügbaren Link-Boni angezeigt wird. So-eba. Oh, nice! Du hast ihn gerade gesehen, als ich so etwas gefunden habe. Ich bin vertraut mit der Dragon Ball Geschichte, natürlich. Wer ist denn das nicht? Heiliger Text der Kampfkunst. Verwende den Gegenstand, den Son Gohan gefunden hat, als Geschenk im Seelenabzeichen-Menü. Mit Geschenken können die Freundschaften und Fähigkeiten von Seelenabzeichen beeinflusst werden. Wird die Fähigkeit eines Abzeichens um einen bestimmten Wert erhöht, erhöht sich die Community-Stufe. Welche Community beeinflusst wird, hängt von dem gegebenen Geschenk ab. So hört die heilige Text der Kampfkunst, etwa die Fähigkeit der Z-Krieger-Community. Freundschaft beeinflusst den Charaktere, okay. Geschenke. Heiliger Text der Kampfkunst. Ja. Ja, da Stufe. Z-Stufe. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier nochmal gucken. Gegenstände. Laut meiner meinem Boni sollte ich eine besondere Nahrungsscheiße besitzen irgendwie. Ich glaube, das hier ist das. Dieses Wildsteak. Ja, das habe ich, glaube ich. Okay. Krass. Krass, Alter. Was zur Hölle? Super Angriffsauswahl. Ach, hier kannst du das dann wahrscheinlich ändern. Super Angriffsfähigkeitenbaum. Are you kidding me? What the fuck? What the fuck? Ach du Scheiße. Was? Not bad, Alter. Warum habe ich denn den nicht drin? Das ist ja insane, Alter. Die Gruppe ist jetzt wahrscheinlich mit Son Goku. Nee, doch, habe ich... Nee, habe ich nicht drin. Okay. What the fuck? Nee, ich würde gerne noch ein bisschen gucken. Nach Hause. Ich kann noch nicht weitergehen anscheinend. So sehr ich möchte. Ich muss den erst nach Hause bringen. Ich habe die Ultimate, also nicht die teuerste, sondern die davor. D
Deluxe, ja. Also das ist ja schon mal krass. Ah, die Wolke, lol. Hier, oh scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich hab's gerade nicht gelesen. Lohnt Ulti nicht? Ich glaube nicht. Jindo Jun, genau. Halber Drache? Nee, ganzer Drache. Ne? Bye, bye! Oh Gott. Bitte, warte mal, ich kann... Was kann ich jetzt mit dem Ding fliegen, lol? Z-Kugeln sind besondere Gegenstände, die du im Feld finden oder bei Kämpfen erhalten kannst. Alle, die du im Feld findest, kannst du sammeln, indem du dich ihnen näherst. Sie sind unentbehrlich für den Erhalt von Superangriffen. Sammle so viel wie möglich. Ja, ich will sie. Es gibt viele verschiedene Arten von Z-Kugeln. Krass, Alter. Was zur Hölle? Kugeln einer Farbe findest du in der Nähe von Gebieten, die mit dieser Farbe in Verbindung stehen. Grün jetzt hier beispielsweise wahrscheinlich. Beispielsweise kann man von blauen Kugeln am Wasser grüne Kugeln in der Nähe von Wäldern finden. Wenn du nach Z-Kugeln einer bestimmten Farbe suchst, begib dich an einen Ort, in diesem Farbe stark vertreten ist. LOL, PogChamp. Oh, guck mal die ganzen Z-Kugeln. Wie geh ich denn runter? Ach, hier. Ja. Haha. Alter, willst du mich savagen? Das ist ja mega fett. Hab ich was übersehen? Hier komme ich her, ne? Alter, da sind noch mehr! Okay, ich fliege halt hin. Ey, Chat, das ist sehr viel. Ach lol, du kannst so ein Dings machen und dann hast du die. Das habe ich nicht gewusst. Alles klar. Haha. Alter, Bruder, wenn das alles Open World ist, dann fick mein Loch, wird das insane. Ah, hier ist nochmal so ein Angelding. Oh Gott, halber Spielautomat. Wie kann ich denn hier runtergehen? Kann ich wahrscheinlich nicht, oder? Okay, kann ich nicht. Da oben ist noch mehr! Oh Gott, da oben ist noch mehr!
Leck mich am Arsch. Die gesamte Atmosphäre des Spiels ist mega nice. Dass ich hier mit Jindo Jun rumschweben kann, das ist ja mal anders. Der totaler Pock. Es tut mir leid, da kommt... Also ich bin ja nicht so der Weep-Shit, ne? Aber bei Dragon Ball hast du mich einfach. Da hängen zu viele Erinnerungen dran einfach. Die ganze Naruto-Scheiße, die kannst du dir ja vorklemmen, aber Dragon Ball ist einfach übelkrank. Hoffentlich sieht das im Stream auch so gut aus wie hier. Ne? Ich hol mir das dahin noch. Ah da. Ja, da kann ich hier nicht so schnell fliegen gerade. Hier oben ganz schön windig. Ja, grün ist manchmal Bitrate-lastig, aber ansonsten... Mal gucken. Mal gucken, wie die ganzen harten Kämpfe werden. Alter! Do a barrel roll! Grün, das ist sehr schwierig für Bitraten und Encoder, grün und braun anständig und scharf darzustellen. Das heißt, immer wenn du das hast, musst du dich darauf einstellen, dass du besonders viel Prozessorleistung und oder Bitrate brauchst. Ja, ich weiß, dass ich nach Hause zurück muss, aber ich muss auch erstmal alles einsammeln. Ihr kennt das, ne? Besonders hier den ganzen Scheiß. Chichi hart am Rotieren schon. Ich habe einen Apfel gefunden. Oh, da drüben ist noch was. Sorry, ich habe was übersehen, Chat. Ich zelebriere das ja anders hier gerade. Ich muss noch mal in eine Einstellung rein. Ich will mal versuchen, die Grafikeinstellung. Ich habe jetzt randloses Fenster. Ich will mal Vollbit versuchen mit V-Sync. Weil ich habe das Gefühl, ich kriege da noch ein bisschen besser. Ich habe doch alles gespeichert. Ja. Was? Achso. Nee, es ist wieder. Man sieht, das ist scheiße. Kriegst das einfach nicht mit die V-Sync-Einstellung ist einfach so useless manchmal. Sich doch so machen. So. ただいまお母さん遅いぞ悟空さん食材集めにどんだけ時間かけてるだどんだけって修行もしてたしな今日は武天道様のところにご飯ちゃんの顔見せに行く日だぞおもてなしナイスそうだ悪い悪い今度もういいだほら弁当作る準備しねえといけ